Hallihallo, Hallöli und willkommen bei mir im Kanal bei Chemie Zockt Last Day on Earth Season 13. Ich bin hier im Eiswindtal im Event der ersten Woche vom Weihnachtsevent und habe wieder ein kurzes kleines Video mit einem kleinen Bug mal wieder. Ihr seht schon, man sieht mich nicht. Dafür sieht man hier oben ein infiziertes Reh und noch ein paar schnelle Beißer. Wie heißt doch schneller Weißer. Ja, soll ein kleines kurzes Video werden. Ich habe auch keinen Bock gehabt, jetzt meine Cam anzuschließen. Deshalb jetzt ohne Webcam ganz schnell. Ihr seht, die tut nix, die steht dumm rum. Ich stehe aber hier unten, da hinter dem Truck, man sieht mich nicht. Und hier geht's mal wieder um einen kleinen God-Mode-Bug. Ja, wie man wieder auf ganz billige Art und Weise die Zombies und die infizierten Rehe in dem Eiswindtal ohne großen Aufwand kaputt kriegen kann. Ja, ich habe es gerade mal schnell ausprobiert, um sicher zu gehen, dass es auch funktioniert. Oh, jetzt habe ich selber nicht. Okay. Okay. Wieder ein bisschen Fummelei. Okay, der kommt angelaufen. Ich wollte die eigentlich nur kurz kaputt machen, um euch zu zeigen, wie man da hinkommt, wo es da lang geht. Da muss man ein bisschen fummeln, aber es funktioniert. Also ich mache das Ganze wieder mit selbstgebauten Speeren, ohne dass ich selbst getroffen werde. Spart natürlich wieder ein bisschen andere Waffen, wenn man sonst mit Machete oder weiß ich was gemacht hat. Jetzt haut er mich auf. Spart ein bisschen Heilung. Ob es Zeit spart, weiß ich nicht. Der Trick dabei liegt einfach hier, sieht man mich hier hinter dem Weihnachtstruck, der ja hier steht, wo wir die Sachen reinpacken müssen. Gibt es ein paar Steine, da kommen die Zombies nicht durch. Wir kommen aber durch und weil die da nicht durchkommen, verlieren die den Angriffspfad zu uns. Wichtig dabei ist, dass man hier zwischen den beiden Steinen durchläuft. Hier passt man auch selber auch nicht durch. Dass sobald man hier drin steht, verbuggt das Ganze wieder. Da muss man sich vorsichtig vortasten. Die Zombies, und ich habe es schwer genommen. Kann man auch mit Straßenschild, Machete, weiß ich was. Ich habe auch andere Sachen dabei gehabt, aber jetzt gar nicht benutzt. Ja, das Problem ist, erstmal hier das auszuprobieren, habe ich die ersten Zombies schon gezogen gehabt. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe mal Sprinten auf die Leiste gepackt. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt mal alle Zombies hier im Gebiet gezogen kriege. Das habe ich auch schon wieder nicht. Machen wir mal Sprinten an, laufen wir mal hier unten rum. Da sind noch irgendwo zwei Wölfe, ne? Ne, okay, sind auch Zombies. Da sind noch ein paar Blähblubber. Da hinten sind noch rote Punkte, sehe ich. Ah, genau, das waren Wölfe. Jetzt muss man nur gucken, dass man selber den Weg nicht verliert. Ja, wie gesagt, ob es irgendwas spart, Zeit bestimmt nicht. Ja gut, mit dem Anschleichen. Und jetzt, da ist die Lücke, zack, und jetzt verbuggen die Zombies und die Wölfe und alles verbuggt wieder. Jetzt kann ich mich hier hinstellen mit Auto, ganz gechillt alles runterprügeln, bis er nichts mehr erreicht. Genau, jetzt außerhalb der Reichweite, gut, ein Stück vorlaufen, bis der nächste Mob ankommt. Ja, wenn man sich so dumm anstellt wie ich, ich mach's halt gerade auch zum ersten Mal, wird man zwischendurch trotzdem mal getroffen. Ob das jetzt wirklich so viel, es spart halt eine Waffe eventuell, wenn man das Ganze hier mit einem popligen Speer machen kann. Seht oben auf der Minikarte die ganzen roten Punkte, die bleiben einfach stehen, weil sie uns nicht treffen können. Jetzt laufen wir ein Stückchen vor, bis der nächste kommt. Kommen wieder zum Schlag ab und schon werden wir trotzdem getroffen und einen Schritt nach hinten gehen und weiter. Oh, ey, der Hirsch hat aber eine höhere Reichweite gemacht. Okay, einfach weiterschlagen. Gut, nee, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Also wenn man es schafft, kann man natürlich in einer Runde einfach mit Sprint einmal quer durchlaufen, alle Zombies zusammenziehen. Wenn man da wirklich Zeit sparen will, vielleicht eine Granate reinschmeißen, weiß ich was. Oder halt hier easy peasy mit dem Speer einfach wieder alles kaputt hauen. Wieder einen Schritt zurückgehen. Hopp, und noch einen Schritt zurückgehen. Also, wenn man sich dumm anstellt, so wie ich, dann wird man trotzdem immer noch getroffen. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein hier mit dem kleinen, aber feinen Glitch, den wir schon wieder haben. Kleiner Godmode-Glitch wieder. Hier kann man halt die Hollies jetzt wieder zurechtfarmen. Komm, einen Schritt. Ne, ach hier, warte, wo ging das sonst noch? Genau, hier drüben können wir sie auch hinziehen. Weiß ich gar nicht. Oh, der Jump macht uns trotzdem was. Also sollte man darauf achten, dass man so wirklich so verpackt, dass wir auch nicht springen. Okay. So. Ja, ganz normal. Alles runterprügeln. Und dann, ja, kann man looten. Und dann sind wir fertig hier. Waffe geschädigt. Also ein Speer habe ich jetzt gebraucht. Noch einen zweiten ausgerüstet. Noch zwei oder drei Stück, glaube ich, ins Inventar gepackt.
Hab's eben. Credits gehen raus. Razbuck Gaming. Könnt ihr bei... Aufgabe abgeschlossen. Keine Ahnung, was für eine Aufgabe ich hatte. Haben wir noch eine Tagesaufgabe? 10 Zombies. Ah ja, klar, das ist ja heute, genau. Hier durch den Stein können wir natürlich selber auch nicht durch. Doch, hier können wir wohl durch. Ah, da kann er aber auch schlagen, okay. Müssen wir wieder gucken, was wir uns hier richtig hinstellen. Ah, das ist doof. Okay, der Lauf hat da drüben. Da weiß ich nicht. Okay, hoppa. Gut, also ne, ob es jetzt wirklich viel gespart hat, weiß ich nicht. Ich habe mich natürlich wieder ganz dumm angestellt, aber ich wollte, es geht ja nur um euch das zu zeigen. Würde ich sagen, war es das an der Stelle wieder mit dem kleinen, feinen Video hier. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mahlzeit, schönen guten Tag, schönen guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Lasst bitte gerne einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare. Ah, guck mal, da ist noch einer. Ah, ich bin schon auf Quatschen hier. Verabschiede mich. Ja, bleibt mir treu, schaltet wieder ein, wenn es heißt Chemie zockt oder Chemie backt. Heute Abend gibt es mit Sicherheit wieder einen kleinen Livestream. Wollen wir mal gucken, dass wir da auch noch ein bisschen was weiterkommen. Und in dem Sinne, bis dahin, bye bye, macht es gut.